Wir sind zurückgekehrt. Ja, ich habe schon mal den Rückbreak rausgeschnitten. Weil wir haben in Noxtella noch die ganz geile untere Ebene des gesamten Gebietes zur Verfügung. Und ich werde mein Astel-Schwert benutzen, was total schlecht gegen diesen Gegner hier ist. Ah! Monstermacht! Au, au, au! Moment. Wusch! Hahaha! Ja, nicht mehr so geil, oder dein Auto, du Schnitzel? Für Arme! Und sie starb. Nice. Ja. Müssen wir mal gucken, ob diese Waffe hier tatsächlich so gut ist. Moment, ich höre noch einen. Moment, mein Mikrofon ist ein bisschen jetzt in die Höhe geschossen, weil jetzt spreche ich besser rein. Und alles. Oh nein! Deine Stimme ist so grässlich! Mal gucken. Naja, ich habe halt einfach zu wenig Magie. Genau, ich habe zu wenig Magie. Oh, was war das? Nein, doch nichts. Da liegt ein Stück Holz. Ich und mein Holz. Ich hätte vielleicht doch das... Autschen! Ja, Elektro hat nicht so eine Reichweite, leider. Oh! Das ist doch nur so ein Magieteil. Kann ich das Ding... Lohnt sich das überhaupt? Naja. Wir hauen mal drauf. Au. Au. Es ist weg. Ich sauf. Ah, da liegt noch ein richtiger Schatz rum. Und los. Kettenreaktion. Jawohl. Bam. Mehr. Mehr. Na, vielleicht ist der Weg frei. Der Weg ist frei. Freiheit. Toll. Ich habe auch so viel Bedarf daran, meine Schuld irgendwie ausmerzen zu lassen. Nicht. Aber hey, dafür haben wir das kleine Vieh kaputt gemacht, auch wenn es nichts gebracht hat. Es hat wirklich nichts gebracht. Ich hätte vorher noch mal einen Magietrank trinken sollen. Hatten wir die da letztes Mal schon putt gemacht? Das sind zwei Schädelplatten-Heinis. Ich weiß es jetzt nicht. Oh, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Yay! Das hier wollte ich eigentlich machen. Oh, ja. Oh, yay. Trinken. Ich habe... Wie sie völlig gegen alle Regeln der Physik arbeiten. Mit dem, ja, ich springe in die Luft und jetzt halte ich mal 3 Jahre lang an. In der Luft. Aber ich habe... Cool, wie ich eigentlich schon komplett an dem Schädeldings vorbei bin, aber die Hitbox trotzdem noch sagt, nein, bist du noch nicht. Bist du noch nicht. Ja, mach mal. Komm schon, jawohl, es ist Blatt, es ist Blatt. Die Dinger sind so scheiße übel. Okay, ich habe ganz ehrlicherweise, habe ich mir von der Waffe ein bisschen mehr versprochen. Ich hab doch, was hab ich? Ja gut, es ist nur +4. Nur +4 für eine Spezialwaffe ist zu diesem Zeitpunkt jetzt auch nicht mehr so wild, so gut. Aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe... Wie ist denn die Skalierung von dem Ding? Na, Weisheit 10, ne? Und ich habe mittlerweile fast 40. Oder habe ich 40? Kann sein. Ich habe sogar mehr als 40. Ich meine, ich könnte mehr als 40 haben, wenn ich hier... Ja, und meine magischen Angriffe sind auch noch gesteigert. Also von daher, ist die Frage, ob das den magischen Schadensanteil steigert. Komme du. Genau, dich meine ich. Wow. Damage, die mit ihrem scheiß Faden machen. Yay! Ich habe was getroffen. Ich habe keinen magischen Dingsstab zur Hand gerade. Achso. Ah, ich bin mir nicht sicher, ab wann da mal Ruhe im Karton ist. Au! Danke! Ah! Ja!
Eben konnte ich dem noch einen kritischen Treffer verpassen, als er auf dem Boden lag. Wollte ich nur mal gesagt haben. Danke, Hut, ich sehe so viel. Boah! Vielleicht sind die Gegner hier unten auch einfach nur wahnsinnig. Wahnsinnig, genau. Sie sind alle wahnsinnig. Ist ja alles Bloodborne hier unten. Aber vielleicht sind die auch einfach nur wahnsinnig magieresistent. Das kann natürlich auch sein. Ich meine, das ist so ein Blob. Und ich bin ein Boy. Und es ist mein Blob. Na, mal gucken. Ich werde diese Waffe noch ein bisschen benutzen. Ich glaube, der Spezialangriff ist gar nicht so schlecht, wenn man den denn so benutzt, dass der Gegner auch trifft. Richtig trifft, meine ich. Zum Beispiel so. Ja, sag ich doch. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt, aber... Oh. Hau, der schwere Angriff macht auch irgendwas. Vielleicht ist es doch eine Waffe, die ich mal längerfristig behalten sollte. Also, das ist gar nicht so verkehrt. Aber der Standardangriff ist halt nicht so besonders prall. Aber gucken wir mal. Aufladung. Ja, man darf halt nur nicht mit dem Standardangriff draufhauen. Dann ist alles in Ordnung, würde ich mal sagen. So, hier unten rum. Ich habe keine Ahnung, wenn ich nicht rasiert. Das andere unten rum. Wer hat das andere unten rum? Ob ich hier unten auf der Ebene tatsächlich jetzt noch irgendwas Sinnvolles aufzuklauben vermag, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber das verbraucht auch keine Kette. Ja, Kettenreaktion. Ich habe da mal was vorbereitet. Die vergehen jetzt auch alle. Okay, da kuscheln sie noch im Eck. Also ganz verkehrt ist dieser L1-Angriff. Aber ich meine, er ist halt relativ flott und zügig und knackig. Und die lassen mir Silbertränenhüllchen zurück. Okay. War ich da unten nicht schon oder verwechsel ich das jetzt mit was anderem? Ja, jetzt bist du... Moment. Ah, der erste hat nicht getroffen. Nee, verbraucht halt auch... keine Magie oder sowas. Das ist schon geil. Und jetzt gerade, wenn man... irgendwie hat sich gerade mein Joypad verabschiedet gehabt, aber auch nur... Aber auch nur fürs Bewegen. Das war seltsam. Oder fürs Angreifen? Ja, also irgendwas funktioniert hier gerade nicht. Und dann habe ich irgendwas anderes gemacht und dann funktioniert das plötzlich alles wieder. Also etwas irgendwie seltsam. Vielleicht... darf man nicht so sehr in die Elektrobrutzler reingucken und wird sonst paralysiert. Aber dann würde ich erwarten, dass das auch angezeigt wird auf einer... Wow, das sieht schon geil aus hier. Dunkelschmied... Nice. Sieht aus wie eine Puppenhand schon fast, oder? Und auch die Textur auf der Kleidung von diesem riesigen Wesen, was auf der... auf diesem riesigen steinernen Thron sitzt. Sehr interessant. Hier unten, das ist, glaube ich, die Kampfarena, wo wir gegen den Blitz-, Frost-, Drachen-, Blut-, Soldaten, oder wie das Ding hieß, gekämpft haben. Interessant. Ich bin ganz ehrlich, am Anfang war ich von dieser Waffe hier, die ich gerade mit mir führe, echt enttäuscht, aber jetzt gerade bin ich schon fast ein bisschen begeistert. Das ist ja mega. Einer der Gründe, weswegen ich zuerst nach oben gegangen bin, ist diese Stelle hier. Du musst, glaube ich... Toll. Du musst sonst nämlich von unten kommst du vorbei, siehst ja, sieht alles. Alles viel Zeug da unten habe ich noch. Gucken wir mal. Fire in the hole! Shit. Jetzt noch mehr. Toll. Mehr Objektherstellung geht gerade irgendwie nicht. Schade. Kann ich noch meinen Magierstab benutzen. Das ist immer noch das Beste hier. Wer hat denn besonders leiden müssen? Du. Oh yeah! Barrobots. Oh, und den hat's auch dahin gerafft. Das ist doch, oder wird's jetzt gleich dahin raffen? Das ist doch geil! Erstmal schön unten alles wegmachen. Nein, das ist der Grund, weswegen ich jetzt zuerst oben rumgegangen bin. Weil, wenn man da unten durch muss, ist alles, wie gesagt, voll mit diesen fiesen Blobs. Und in der Menge können die auch unangenehm werden. Und dann sind hier diese Typen,
die halt einfach von oben dann auch runterballern. Und dann hast du teilweise halt noch diese komischen Viecher, diese Berittenen, auch noch aufstehen. Und das ist nicht ganz so schön und so fein und so liebenswert. Kann ich? Moment. Nein, Moment. Nein, ich bin immer noch nicht in der... Ja, dann sehen mich die Blobs dort vielleicht noch. Aber was soll's? Wir sind hierzu gewaffnet, bewaffnet und bereit. Hoffe ich. Na, nur der Schuss könnte ein bisschen länger sein. Die Reichweite, meine ich. Oh, das war der, den wir ein bisschen abgenatzelt hatten. Okay. Boah, ich mag diese Technik. I like it. What? Hat mich noch der Ausläufer des Elektrobrutzlers irgendwie getroffen, oder was? Na? Oh! Au! Au! Natürlich trifft mein Torpedo nicht. Das ist einfach krass, wie viel Damage die machen mit ihrem bisschen... Oh, ich hab hier einen Draht! Oh. Ah. Gut, dass das jetzt wenigstens funktioniert hat. Meine Fresse, mache ich wenig Damage an ihr. Ah, ich werde mich langsam vorantasten. Okay, da war vor 5 Jahren mein Angriff noch in der Queue drin, in der Warteschlange zum Ausführen. Das ist schon krass. Das ist mir völlig egal, ist das so. Oh, wenn ich so zu Zeiten von Galileo Galilei müsste ich dann schon Pizza bestellen können, damit das als gutes Äquivalent dient. Dass das in Zukunft noch ausgeführt wird. Egal. Acht. Das ist 10 ist Maximum. Und deswegen, um das mal in Relation zu bringen. Zu meiner Waffe. Zu der halt auch, also zu der Spezialwaffe, wo halt auch 10 das Maximum ist, ne? Und ich renne hier mit einem +4-Ding rum. Gegen Gegner, die offenbar, also zumindest die Blobs vielleicht nicht, aber diese krassen Figuren, diese verhüllten Mädels. Ist ja doppelt, also das ist schon... Das ist schon geil. Bin halt gerade nicht so besonders schlau hier drin. Weil ich keinen Reichweitenvorteil aus. Ja, ich muss sofort zu dem Gegner. Der könnte ja was gedroppt haben. Mal sehen, was macht das hier? Winterzeit! Spekulatius! Könntest du da scheiße mal reinreiten? Danke. Meteorit, da habe ich jetzt nichts mehr. Au. Müssen wir auch immer irgendwann aufhören? Danke. Oh. Achso, ich kämpfe gerade mit meinem Stock. Kein Wunder, dass das nichts bringt. Ah. Brauche ein bisschen Ausdauer mehr. Ja, das ist jetzt der Frosteffekt, der die Verteidigungswerte drastisch nach unten korrigiert hat. So, jetzt darf ich dich jetzt umbringen? Dankeschön. Oh, ich mag diese berittenen Fuzzis nicht. Keine Ahnung, ich hätte nicht den Eindruck, dass die in der letzten Folge so viel Schaden gemacht haben. Kurios. Weiß ich, woran es liegt? Nein. So, da hinten waren wir. Da hinten haben wir, glaube ich, schon mal was umgebracht. Das hier ist die Treppe, die ich ureigens nach oben gelaufen bin. Und ich glaube, das Vieh da hinten, was da rumreitet, habe ich platt machen müssen, bevor ich irgendwie in der letzten Folge diese Leiter nochmal nach oben klettern durfte. Danke, Spiel! Aber egal. Wir sind wieder ein bisschen voller, machen wir uns ein bisschen voller. Ja, war jetzt gar nicht so... Wobei, von hier aus müsste das ja... Von hier aus kommt man, glaube ich, noch irgendwo dran. Knüppel Nummer 2 geht nach Hause. Sehr, sehr gut. What the heck? Was hat mich denn da gerade getroffen? Der hat doch nicht angegriffen. Der war, ich wusch. Ich habe, meine Kleidung ist aus Papier und sie hat
dich gerade angeritzt oder so ähnlich. Naja, was soll's. Okay. Suddenly Hyper Armor. Suddenly tot. Ja, 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 ja. Brrrum. Ja, vergehe, du Arsch. Gut. Wie viel brauche ich fürs... Ich habe schon wieder vergessen, dass ich über 80.000 brauche. Das dauert jetzt gerade ein bisschen. Aber gucken wir mal. Ich meine, ich könnte das Vieh da hinten noch umbringen, aber wenn ich sterben sollte, darf ich den ganzen Scheiß hier wieder durchlaufen. Und mal eben so einfach durchlaufen ist auch nicht so prall, wenn ich an den ganzen Blots vorbei muss. Also von daher, nope. Nope. Oh, da hinten hat man etwas für mich liegen lassen. Sieht wirklich so aus, als wäre man in einer nebligen Nacht im Gebirge und hätte im Universum und könnte nach unten gucken. Drei Silbertränenhüllen. Wofür man sie braucht, fragt mich bitte nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte natürlich meine ganzen Rezepte mal durchsuchen, was ich so für Items brauche, um diese Sachen herstellen zu können. Aber wo herstellen können? Wir haben wieder Platz für Töpfe. Glaube ich. Was nehme ich denn? Vulkantopf, der war schon ziemlich geil. Und verflucht. Ich habe keine Ahnung, was das tut. Kann sein, dass ich das schon mal ausprobiert habe, aber ich habe keine Ahnung, was das tut. Stinktopf. Tödliche Vergiftung. Ja. Ja. Einfach mal ausprobieren. Verursacht schweren heiligen Schaden. Nein. Ein Riesenfeuertopf. Okay. Sind wir ausgestattet? Dann werde ich das einfach mal bei den nächsten Feinden benutzen, würde ich mal sagen. Denen wir so begegnen. Ich habe da schon ein Opfer in meinem Hinterkopf abgespeichert. Mal gucken, Stinktopf. Ja, wobei, da wird der Stinktopf wahrscheinlich nicht funktionieren. Aber dann werden wir mal das mit dem Blut probieren. Vielleicht löst es auch nur Blutverlust aus. Dann wäre das auch nicht besonders toll, was ich im Kopf habe. Aber testen wir das doch einfach mal aus. Klar. Meine Mickey Mouse Stimme ist die Stimme des Mordbrennens. Toll. Ja, ich weiß, es ist ein seltenes Item und toll, aber noch habe ich keine Schuld und Sühne aufgeladen. Hier kleben die Schnecklis am... Oh, man kann also nur in der Horizontalen werfen, okay. Weiß ich Bescheid. Aber die Alarmanlage funktioniert. Wozu habe ich einen Shit, wenn ich ihn eigentlich nicht benutze? Fragt sich MacUndown bestimmt gerade. Schon wieder. Zu Recht. Aber ja, mittlerweile sind wir an einem Punkt angeraten, wo selbst die Standardgegner teilweise so viele Angriffe hintereinander vollführen, dass ich mittlerweile nicht mehr so richtig gut darin bin, danach nur angreifen zu können, ne? Au, au. Verdammt! Fuck, es kommt der zweite Biss. Gut. Ich rede nicht von diesem Standard hier. Okay. Oh, sogar noch eine. Ich habe Mittel und Wege, um mit euch umzugehen. Ja, ihr auch. What? Warum hat das genau diese eine nicht gemacht? Was ist der Boss von denen mit 3 Lebenspunkten mehr und einem Schmiedestein 6? Fuck. Mir fehlen noch 2000 Seelen. Naja, dann müssen wir noch was dafür tun. So, ich glaube, ich bin jetzt hier unten rum soweit fertig. Das heißt, ich kann mich dorthin zurück teleportieren, wo wir die letzte Folge mit dem Reden mit Rani noch verbracht haben. Genauestens. Oh. Ja, gut, dass ich mich hier nochmal umgucke, wa? Eine Neuner! Wow! Ist das Gebiet hier Endgame? Nee. Wüsste ich nicht. Also, fortgeschritten, ja. Endgame? Fände ich krass. Weil dafür komme ich hier echt gut durch. Mit einer +4-Waffe. Außer gegen die
Spezialgegner. Also die Berittenen und die halt auch zu Fuß rumlaufen. Aber ich meine, das waren ehemalige Bosse aus... nicht Doc Stella, da sind wir gerade. Ich komme jetzt gerade nicht drauf. Selja, statt der Magier. Da, wo wir die Barrieren wo wir die Barrieren einreißen mussten, indem wir diese drei Feuer auf den Kirchen entzünden. Oder in den Türmen. Müssen nicht um den Kirchen sein. Wow, die sind echt gut abgenorgt worden, würde ich mal sagen. Yay, meine Lieblingsgegner. Aber wenigstens kann ich mich auf Armeslänge... Na, nicht ganz. Krass, wie das einfach sagt, nö, ich treffe jetzt doch nichts. Oh boy. Wie der erste Schuss einfach mal ins Nichts geht, nur weil sich dieses Miststück aufbäumt. Okay, noch einer? Ich glaube nicht, oder? Jetzt haben wir sie. Ich liebe meine Fliegen. Stand 5. Oh, dieses Knacken bei den Knochen hier. Ich liebe es martialisch. Okay. Da vorne kommt ein... Oh, Shadow. Thou art the last. Tell the two fingers that Rani the witch cometh to rend thy flesh with a fateful wound ne'er to heal. Shit. Wollte schon sagen, gut. Gut, dass Rannis Text bewirkt, dass der restliche Ton und meine Schritte leiser sind. Nein, doch, Unhold. Oh oh. Das. Oh shit. Natürlich habe ich wieder Scheiße im Rücken. Aber das kann ich auch. Das kann ich auch. Oh, fuck. Geil! Ja, nimm meine Macht entgegen, du Lump. Oh, das war gar nicht so viel Macht hier. Oh. Ich hab schon wieder Scheiße im Rücken, hätte das gedacht. Ich habe irgendwie so eine Todesflamme oder sowas. Los! 500! Ja! Okay, mehr! Nein! Gegen dich mehr! Oh yeah! Na, dann macht er sich so viel Schaden gegen den Knaben hier, aber es ist okay. Beautifully fought. My thanks. T'was more of a challenge than I envisioned. Now I can finally stand before them. This is farewell, my dear. Tell Rai and E.G. I love them. Weggeworfener Palastschlüssel. Der weggeworfene Palastschlüssel für die Schatztruhe der Prinzessin von Caria. Ein Schlüssel, den Mondprinzessin Rani samt ihres Körpers zurückließ, öffnet eine Schatztruhe, die die karianischen Prinzessinnen hinterlassen haben, beziehungsweise ihnen hinterlassen wurde. Ihre Mutter Renala soll die Truhe sollen in der großen Bibliothek von Raya Lucaria zu finden sein. Oh, fuck! Ich wollte eigentlich meine Tüte hier, meine Bluttüte gegen das Vieh ausprobieren. Ups, da habe ich doch ein bisschen was vergessen. Aber, das ist glaube ich nicht der Rückweg, ne? Genau, wir sind
von einer anderen Seite hergekommen und hier ist noch mehr Verzweiflung voraus. Ah, ich ertrage es nicht, helft mir. Ich habe eine gewisse Ahnung. Tu mir das mal weg, ja. Wenn jetzt das kommt, was jetzt kommt, von ich glaube, dass... Danke. Danke, Spiel. Brauchen wir erstmal das hier. Und, muss ich vielleicht offscreen machen. Willkommen in der Hölle. Oder auch am Fäulnissee. Ein Schloss am Fäulnissee. Am wunderschönen Fäulnissee. Stufenaufstieg. Also wir sind auf 40. Das ist schon mal ganz gut. Ich habe gesagt, bis 50 machen wir erstmal. Buttern war da mal die Fischerei. So. Wenn ich das jetzt... Achso, das muss ich auch hier machen. Stimmt. Und zwar... Ich pack den Kack hier einfach mal weg. So, wie ich hatte doch irgendwie so eine reinigende Flamme, die auch gegen heile mich. Giftschallerfäule. Wonderful. Habe ich die jetzt ausgerüstet? Ich sehe es gerade nicht. 121, das ist gut. Jo. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Weil wir jetzt haben wir hier das große Gezerge vor uns. Ja, guckt euch diese Schönheit hier an. Schönheit in Tüten, wenn ich das so sagen darf. Karte Fäulnissee. Ja. Schallerfäule Deluxe. Komplett. Hier überall. Das wird geil. Oh, ich kann hier doch nochmal laufen. Das wusste ich nicht mehr. Äonischer Schmetterling. Geil. Damit kann man was dagegen unternehmen, sage ich jetzt mal. Aber ja, wir machen jetzt hier den großen Lootlauf, würde ich mal sagen. Yay! Dunkelschmiedestein 8. Ist doch auch was Schmuckiges. Jo, da... Moment. Fuck. Nein, nicht das mal. Machen wir das hier mal so. Benutze das hier. Das hat einen Grund. Lass mich mal eben hier... Ja. So, jetzt rollen wir. Jetzt durch das Rollen geht diese Leiste etwas weiter nach oben. Und jetzt kriegen wir, glaube ich, nur noch einen halben Schaden von der Scharlafäule, als würden wir normal da drin stehen. Und jetzt versuche ich hier erstmal ein bisschen mit durchzulaufen. Das hatte ich in irgendeinem YouTube-Video gesehen, nachdem ich das Spiel mal durchgespielt hatte. War natürlich geil, das so früh darauf so früh zu stoßen, nachdem ich mit zwei Charakteren hier schon durchgelaufen bin. Das war so gut. Gut. Ja, eine normale Waffe brauchen wir auch noch, weil dieses Mistkruppzeug auch noch hier ist. Und der Loot lohnt sich schon. Sehr, sehr. Verblasste. Dass das Zeug hier überhaupt wächst. Ich meine, selbst wenn das hier. Oh, guter Dünger. Dürfte das nicht ein bisschen viel Dünger sein? Naja. Oh, noch mehr von den Viechern. Yay. Ah. War's tot. Also, oh Gott. Meine. Yay. I'm coming for you. So, sehr gut. Trinken wir nochmal. Oh, das ist gut. Goldene Ruhe. Ah, die ganzen Materialien können mich mal kreuzweise. Ich habe gedacht, dass das hier alles hüfthoch wäre und ich hier halt nur mit ganz geringer Geschwindigkeit durchkäme, aber ist zum Glück dann doch nicht so. Ist jetzt nur ein bisschen wenig ereignisreich, sage ich jetzt mal, um hier durchzukommen. Nicht nur um hier durchzukommen. Oh. Oh fuck. Den habe ich total vergessen. Den geilen Drachenblutsoldat. Drachenblutsoldaten. Habt ihr das gesehen? Ich bin in Richtung Bildschirm gelaufen, gesprungen, bin nach hinten gesprungen.
gutes Spiel. Ja, ich bin ganz ehrlich, hätte ich jetzt einen guten... Habe ich einen? Ah, was soll's. Was soll's? Oh, das wird so geil hier. Das wird richtig geil. Ah, egal, was soll's. Schadenstechnik? Bin ich jetzt tot? What the fuck? Okay, es macht dir doch nicht sowas von platt. Hä? Was? Ich kapier's. Es ist einfach nur bescheiden, wie du. Oh, geil. Yay! Steh doch auf! Oh, so eine Scheiße. Leiden zu lassen, nein, krieg ich nicht. Oh, leck mich doch, ey. Ja klar, ich stand natürlich mitten in der Explosion. Yay. Das Ding kann ihn relativ schnell umhauen. Zum Glück hat es das jetzt getan. Das hätte ich vorher hier auf den Kopf machen sollen. Das ist schon wieder die Kacke hier. Pearl hat nichts gewirkt. Mal sehen, ob das wirkt. Ah, verdammt, er dreht sich. Nochmal trinken. Gut. Auf den Kopf drauf. Und nochmal. Jawohl! Jawohl, im 100.000. Versuch. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das war Drachenschuppenklinge. Da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das war so ein bisschen abgebrüht, weil das war jetzt so versucht, ein bisschen eins zu studieren, was ich jetzt dagegen tun soll, weil ich mag es nicht, wenn ich Schwierigkeiten habe, dass ich dann die ganze Zeit wieder ins Raging verfalle. Aber ich finde es einfach beschissen, wenn ein Spiel eine Umgebung hier designt, die dir alleine schon so unglaublich viel Schaden macht, dass du gezwungen bist, weiß ich nicht. Alle 10 Sekunden? Nein, das ist ein bisschen viel. Aber halt wahnsinnig oft und schnell zu heilen, weil du ansonsten einfach tot bist. Man sieht's ja hier. Und das Problem an der Sache, wie ich finde, ist einfach, dass du da einen Gegner hast, der teilweise... Ich kann mich nicht einmal heilen, ohne dass der Folgeangriff mich dann sozusagen fickt. Weil er mich dann trifft, ne? Deswegen bin ich am Anfang auch so oft gestorben. Das ist, du wirst einmal getroffen, musst dich heilen und da kommt sofort der Folgetreffer, während du noch in der, in der Heilanimation drin bist. Ja, und jetzt ist die Frage, wie komme ich am intelligentesten hier rüber? Weil mir gehen langsam auch die Heil-Items aus. Schmiede, wir haben mindestens hier nochmal was gefunden. So, da oben kriege ich das noch hin? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich muss noch in die Karte kommen, mich wieder zurück an den Anfang zu teleportieren. Das ist das Wichtige. Weil ansonsten, was ist das mit unserer guten... Mit unserer guten Sache hier. Yes. Eine Pilzkrone. Und viele geile, tolle Gegner. Lalalalala. Oh. War da noch was? Ich weiß es gerade nicht. Okay. Laufen wir mal hier entlang. Ich glaube, die Pilzkrone hat die Eigenart, auch ein bisschen vor Scharlachfolle zu schützen. Ich meine, ich hätte mich von Anfang an hier mit Kleidung versehen. Oh Gott. Hier muss ich später nochmal.
oder? Ja, das machen wir später. Hier gehe ich später nochmal zurück. Aber wir haben eine Pilzkrone. Mal gucken, was... Ach so, ich habe gedacht, das wäre das gewesen. Mal kurz gucken. Immunität. Oder was? Ne, Immunität ist das, was uns hier viel weiterhilft. Pilze, die einen Körper vollkommen überwuchern. Diese großen Exemplare bilden einen gewaltigen Kopfschutz. Verstärkt eure Angriffskraft, wenn jemand in der Nähe an Gift oder Fäulnis leidet. Vor langer Zeit dienten große Fürsten der Scharlachfäule. Achso, die großen Fürsten dienten der Scharlachfäule. Und es waren keine Fürsten der Scharlachfäule. Vielleicht waren dies ihre Kronen. Gut. Laufen wir damit mal ein bisschen rum. Ich gucke jetzt gerade nur mal, was hier hohe Immunität hat. Rein. Oh. Einfache Kleidung hat. Reinfäuleres. Oh. Oh. Achso, das habe ich, glaube ich, mal. Oh, ich habe. Ich bin jetzt gerade verwirrt. Achso. Oh, ich glaube. Oh, ich bin so ein Trottel. Ich habe das Event mit 4, glaube ich, sogar schon gesehen gehabt und habe mich nicht mehr dran erinnert. Yay! Mal Töter. Habe ich auch reinvolle Helm oder irgendwie sowas? Reinvolle Stulpen. Was, wenn ich bei großer Last, ist auch nicht so schön. Ja, probieren wir es mal hier mit ein bisschen weiterzukommen. Machen wir mal erstmal hier. Moment, ich habe noch ein. Jo. Ja, hätte ich die Scheiße mal getragen, bevor. Ich weiß aber nicht, ob es was am Schaden macht. Ich hatte bis jetzt immer nur das Gefühl gehabt, dass diese Items, die die Immunität erhöhen, einfach den Balken länger machen. Und, ja, das dauert dann halt eben auch länger. Ne? Und dann stehst du halt hier und denkst, ja, war jetzt schön. Aber ich muss trotzdem warten, bis der Balken weniger geworden ist. Yay! Also von daher. Huch, voll des Fett. Ich meine, ich sollte jetzt mit meinen Seelen auch ein bisschen. Also jetzt nicht so ruchlos. Ja? Umgehen. Ich hätte es hier passend, ehrlich gesagt, gefunden, wenn diese Viecher hier keinen Dreck tot machen, sondern Scharlachfäule. Erstmal diesen einen hier platt machen. Jetzt ein bisschen aufpassen. Wenn er wenigstens das nur nach vorne machen würde. Aber nein, es breitet sich in eine Richtung. Und springen wir wieder weg. Yay. So. Was hinterlässt er uns? Oh, man kann an den ionische Schmetterlinge farmen? Okay, ich wusste nicht, dass die Dinger farmbar sind. Farmbar war. Wisst ihr was? Ich mach jetzt einen auf. Schnell raus. So, und jetzt sind wir da drin. Jetzt können wir mal vielleicht vergleichen, ob wir mehr Damage kriegen oder weniger oder gleich viel. Weil ich jetzt hier ein bisschen den Rand looten möchte. Ich hatte mir tatsächlich so ein bisschen... Wobei, es ist ein bisschen weniger, oder? Naja, was soll's. Jetzt trage ich das Zeug. Jetzt werde ich das auch zu Ende tragen. Und das ist einfach nur Standardloot, nicht mal wie mit Lila. Nein, ich hatte mich tatsächlich so ein bisschen von Anfang an gefragt, wie soll ich das jetzt hier am besten in der Folge machen? Weil es ist, bis auf den Miniboss, sage ich jetzt mal, ein bisschen rumgekämpfe hier und da, ist es eigentlich, glaube ich, zum Zuschauen einfach nur langweilig, weil hier passiert halt nicht so wahnsinnig viel. Andererseits bin ich hier in permanenter Todesangst oder in Todesnähe, weil... Ja, ihr seht's ja. Man stirbt hier relativ schnell. Ich glaube, wir könnten mittlerweile an dem Spezialgegner gerade eben die 300 Tode vorgemacht haben, aber... Ja... Ich bin ganz ehrlich, den Typen hatte ich bis jetzt auch noch nie besiegt, weil ich hatte schlicht und ergreifend keinen Bock, den zu töten. Weil, Scharlachfäule. Also, den bin ich bis jetzt immer dran vorbeigelaufen. Man kann hier durch... Du bist ein besonders großes Scheißexemplar, oder? Jetzt mal ein. So.
saufen. Da ist noch einer. Leck mich. Könntest du... Achso, ich drücke auf den falschen Stick drauf die ganze Zeit. Man kann sich hier, wie ihr sehen könnt, einen Weg zusammenzimmern. Naja, könnte ich mal kurzweilig. Wollten wir hier der Drache? Könnte sein. Oder? Ha. Ich weiß es gerade nicht so genau. Könnte... Oh, ich habe meine Lebenspunkte nicht im Auge behalten. Oh. Okay, hier haben wir was eingesammelt. Yay. Und? Die Welt steigt mir empor. Höher als je zuvor. Okay. Ja, ich hoffe, das Gebiet heute noch abschließen zu können. Ach scheiße, jetzt bin ich bei der starken Scharlachfäule drin gefangen. Uah. Egal. Ja, was anderes? Ich kann jetzt gerade auch nicht viel machen. Ne? Außer vielleicht erstmal... Ne, wir machen jetzt voll... Oh, ich höre einen Dingsbums. Ne, wir machen erstmal hier. Dann Heilung. Rolle. Wir warten. So, jetzt warten wir, bis das Ding voll ist. So, wundervoll. Und jetzt, ja genau, hier waren die äonischen Schmetterlinge, die ich eben erwähnte. Trinken wir nochmal einen, bevor wir uns hier in die Armada der Fickfeinde stürzen. Schmetterling, mein Schmetterling. Andererseits brauche ich das Zeug eigentlich nicht so wirklich. What? Ah, super. Mich deucht, dass das hier mal mehr ausgebaut gewesen ist, wo man das Zeug hier, wo ich eben die Dingers nach oben geschickt habe. Aber, ah, hier vorne ist, glaube ich, nur einer. Genau! Moment, jetzt kann ich mich eben erstmal hier von der Scharlachfäule befreien. Nice! Achso, man kann ja übrigens nicht seinen Stuter, so den Pferd rufen. Der will, aus nachvollziehbaren Gründen kann ich sogar sagen, yo, der, fehlt hier noch was? Da hinten komme ich, glaube ich, gar nicht drüber. Andererseits, Und noch ein Miniboss? Nein. Oh, ich bin einfach drüber gejumpt. Nein! Och, Scheißdreck! Und wieder schön unter Scharlachfäule leidet. Bevor man in der Lage ist, da den Penner oben wieder platt zu machen. Der Gegner ist jetzt nicht gerade unbedingt ein Leichtgewicht. Immerhin handelbar, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite... Ja. Ich glaube noch nicht mal, dass ich einfach nur Scheiße spielen muss, um hier runterzufallen, sondern dass, wie gesagt, wenn das Spiel sagt, ich springe rückwärts, obwohl ich nachweislich in Richtung des Bildschirmes laufe und dann trotzdem in die entgegengesetzte Richtung zurückspringe, dann traue ich dem Spiel auch zu, mich falsch rollen zu lassen, wenn ich eigentlich anderweitig rollen möchte. Oh, habe ich dich gefickt! Oh, 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 oh. Oh, bist du tot? Oh, warum nicht sofort so? Alabaster fürs... Oh, vergessen. Eine Drachenschuppenklinge. Auch, ein Katana. Wir haben also hier diese Schlank... Wovon ich gar nicht mehr wusste, dass ich die verbessert hatte. Aber, hey, ich habe sie verbessert. Gut, zu wissen. Wie ist sie denn so im Vergleich eigentlich? Ja, ich glaube... Mondsichel, ja. Ich glaube, vom Schadenspotenzial ist das einfach besser, auch wenn das zwei verschiedene Schadensarten sind. Aber dafür kann ich damit vergiften, das ist doch auch was. Und die Drachenschuppenklinge, diese reine Klinge, wurde aus einer geschärften Schotterschuppe gefertigt, die angeblich den uralten Drachen ihre Unsterblichkeit verlieh. Leider erreichte kein Drachenblutsoldat je die Unsterblichkeit seiner Vorfahren und sie alle starben aus kümmerlicher und fahler Abklatsch.
der einstigen Herrscher der Lüfte. Eisblitzschwert, erfüllt die Klinge mit einem eisigen Blitz und lässt den Blitz auf euren Gegner niederkrachen. Der Eisblitzeffekt hält eine Zeit lang an. Klingt interessant. Sehr interessant. Eine Waffe, die ich auch selber nie so wirklich benutzt. Ja, ich habe eben noch gesagt, ich habe den Dwarfs nie besiegt. Ja, ich kann sie noch nie benutzen. Oh, ein Dunkelschmiedestein 9. Das ist der vorletzte. Ich könnte eine Waffe, zwei Waffen mittlerweile, wenn ich 7er habe ich, bei 8er, noch 8er habe ich glaube ich auch. Zwei Stück. Ich könnte zwei Waffen auf plus 9 bringen. Also von meinen Spezialwaffen. Jetzt ist es vielleicht für euch langweilig, wenn das alles Katanas sind, aber es ist mir doch egal. Ja, jetzt darf ich den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Das sind Riesenvarianten vom Bein Moses. Mit dem strammen, stählernen Bein. Ja, wie viel Heilung? Ich habe noch 9 Heilungen. Das ist ja auch was. Ich brauche bestimmt 86.000, 87.000 bis zum nächsten Level ab. Also von daher, das lohnt sich jetzt auch noch nicht. Deswegen, wir laufen jetzt hier unten nochmal ein bisschen rum. In die andere Richtung. Und dann hoffe ich inständig. Also ich, wie gesagt, mein Ansinnen ist es eigentlich in einem Rutsch. Aber ich hätte. Fuck. Ich hätte das mit der Rolle machen sollen. Ich habe keinen Dingsbums mehr. Egal, dann kann ich so einfach hier mal ein bisschen weiterlaufen. Wir machen das gleich. Leider ist das nächste Leuchtfeuer auch noch ein bisschen entfernt. Von daher, ja, das ist echt geiles Gebiet hier. Ich hätte meinen Topf da nochmal benutzen sollen. Na, was soll's. Wechsel. Jo. So, jetzt versuchen wir wieder. Oh, vielleicht brauche ich das noch nicht mal. Ja, mal gucken. Ich kann natürlich noch hier zurücklaufen. Dann lohnt es vielleicht doch, da nochmal lang zu gehen. Okay. Da vorne ist noch was. Leider, da brauche ich jetzt, glaube ich, auch nicht die Rolle machen. Ich weiß nur nicht, ob neben dem Tempelgebäude hier noch irgendwas ist. Ach ja, leck mich. Okay, das sieht irgendwie nach Falle aus. Keine Ahnung, vielleicht kommen da. Große Jean-Claude Van Damme raus und machen irgendwie einen Todesspagat mit mir. Handbuch des nomadischen Kriegers 22. Wow, das ist eine Schatztruhe abseits des Scheißens hier. Da, 22. Vollnistopf, Vollnisfett und Vollnisfett mit Kordel. Wow, ja, ja. Klingt gut. Moment. Da hinten sind ionische Schmetterlinge, aber wie gesagt, eigentlich sind die ionischen Schmetterlinge gut dafür. Ernsthaft? Ich bade in der Scheiße und das ist dem Spiel egal. Finden, bewahrende Boli. Wir hoffen auf jeden Fall, dass man es bis hierhin schafft und sonst nichts mehr hat, dann hatten sie doch noch ein bisschen Erbarmen oder irgendwas dergleichen. Auch nett. Hier aber den scheiß Wasserfall der Scheiße. Okay, ich habe zuerst gedacht, ja, das überlebe ich. Das überlebe ich locker. Yeah. Wahrscheinlich Sackgasse. Oh, das... Scheiße! Ich hab gedacht, dass das Leuchtfeuer wäre etwas weiter unten. Oh, wäre ich doch mal direkt hier durchgelaufen. Naja, was soll's. Hatten wir alle nochmal doppelt viel Spaß. Okay. Da ich dort unten aber wahrscheinlich richtig bluten werden darf, werde ich einfach mal hiervon ein paar frühstücken. Gut, dann kann ich hier nämlich nochmal einen Stufenaufstieg reinstecken, ohne dass ich direkt meine Seelen verliere. 180, das ist krass. Und ich krieg trotzdem ordentlich aufs Maul. Also das sollte euch doch hoffentlich beglücken. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier wieder, wo wir dann Spaß und Freude haben werden. Macht es gut und ciao.